Na, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Let's Play mit einem verskillten Magier und dem Spiel Wizard with a Gun. Ja, scheiße, ne? Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Daniel Budimann hier aus dem Keller, den ich panisch aufgeräumt habe heute Morgen. Es müsste alles technisch-theoretisch funktionieren, ich bin mir aber nicht sicher. Die Streams, die ich in letzter Zeit gemacht habe, aus diesem Keller, gab eigentlich keine Streams letztens im Keller, die habe ich immer mit meinem Bruder zusammen gemacht. Seit da wissen wir, dass es jetzt geht. Bei Rocket Beans ist es immer ein bisschen schwieriger. Schöne Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen. Ja, geil, Chat ist auch da. Ich habe Super Chat aufgemacht. Ihr könnt euch gleich auch selber sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, hier gemeinsam gleich in diese ganz gemütliche, nette kleine Session mitzukommen, nämlich Wizard with a Gun. Ich habe mir dieses Spiel gewünscht, also es zu spielen, weil ich glaube, das ist nice. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es wird ganz gut sein, denn der Publisher ist Devolver Digital und wenn Devolver Digital Spiele rausbringt, sind sie mit einer extremst hohen Wahrscheinlichkeit verdammt gut. Ein Spiel aus Seattle, Galvanic Games, so heißt der Spieleentwickler hinter diesem Spiel. Und das Ganze soll ein Rogue-like-Survival-Dingenskirchens sein. Vom Stil her hat es mich ein bisschen an Don't Starve erinnert. Und so ein moderner Mix aus sehr viel Ballern. Wizard with a Gun. Geil. Na, Chatty Chat, was geht ab, ey? Super Chat ist am Start. Schöne Grüße. Guten Tag. Wir können vielleicht auch ein bisschen interagieren, wenn ihr wollt. Es ist super live. Ich lese mal kurz vor. Buddy, du geile Schlange. Das ist das Erste, was ich gelesen habe. Was ist das denn? Sollte nicht alles Mögliche falls laufen. Das kommt alles später. Ich werde jetzt hier ganz gemütlich bis 19 Uhr gemeinsam, wenn ihr denn wollt, hier abhängen in meinem Keller, im Buddys Basement. Und ab 19 Uhr werdet ihr dann nette Kollegen treffen. Die werden Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge spielen. Janina, Walle, Florentin und Vitus werden das zocken. Und dann später um 20:30 gibt es dann alles mögliche Fights mit Colin und Florentin und Johanna. Das ist der Plan heute auf Rocket Beans Live. Guten Tag, Winterfrost 2. Das ist ja nice. Sehr gut. Ich hoffe, man sieht mich und man hört mich und man wird mich gegebenenfalls auch gleich ohne Probleme zocken sehen. Ich bin... Hört ihr das hier? Kann Gitarre spielen. Das alleine. Finde ich schon mega geil. Okay, das machen wir die nächsten 2 Stunden jetzt. Hallo Anja, ne? Okay, das war Wizard with a Gun. Tschüss! Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, sollen wir loslegen oder was? Das ist ja nett. Die Töne ändern sich auch, ist mir aufgefallen, ja. Das okay, lassen wir das. So, nettes Feature. Wirklich nettes Feature. Guck mal, da habe ich so lange Technik-Check gemacht, dass mein Gamepad sogar ausgefallen. Oh, ist jetzt schon geil. Wizard with a Gun. Von Galvanic Games, gepublished von Devolver Digital. Und ich würde sagen, wir starten einfach gemeinsam in dieses wunderschöne Spiel hinein. Und spannend. Spiel. Er lerne die Grundlagen. Wenn ihr das erste Mal spielt, solltet ihr das Tutorial spielen, so lernt ihr die Grundlagen sowie die Welt und ihre Charaktere kennen. Ah, sollen wir Grundlagen machen? Ja oder nein? Ersten, den ich sehe, der wird es dann entscheiden. Mal gucken, ich bin gespannt. Guten Tag, Tally. Main Menu Jam Session, The Wiener Würstel. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich lese übrigens den Live-Chat von Twitch und YouTube. Ihr kennt das Spiel, ja. Okay, alles klar. Ihr wollt tatsächlich, dass ich die Grundlagen erlerne. Also machen wir das auch. Beginnen. So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Ja, lustig. Ich bin gespannt. Wer übrigens... Oh, jetzt halte ich mal mein Maul. Geil.
Musik wird intensiver. Mega geil. So, da sind wir. Hammer. Das sah doch mal ganz geil aus schon mal, ne? Also wer damals auch schon die ersten Ankündigungen von Wizard with a Gun gesehen hat, der kennt das natürlich schon. Wir machen es, glaube ich, relativ schnell. Komm, oder? Ich werde jetzt nicht zu viel Zeit mit den Anpassungen hier verbringen. Das ist nett. Roben. Das ist gut. Wizard with a Gun. So, da sieht man die Hände besser. Stiefel. Rucksack nehmen wir ein. Was ist das denn? Hier. Masken brauche ich nicht. Oh, Augen, wichtig. Doch, das ist neutral. Obwohl, hier das mit Augenringen eigentlich, ne? Ah, zu viel Auswahl. Komm, da sage ich noch, okay, wir machen schnell. Augenfarbe ist vielleicht noch wichtig. Ja, tatsächlich gefällt mir Türkis hier schon ganz gut. Dann bestätigen wir und ab die Post. Ihr Lieben, sagt gerne Bescheid, ob Sound oder irgendetwas zu leise oder zu laut ist. Quest begonnen. Magier ohne Schusswaffe. Findet euren Weg zum Turm. Legt los. Mir fällt ein, ich habe die Musik tatsächlich von ausgestellt. Das mache ich nochmal an. So. Und weiter. Okay, direkt erstmal looten hier. Das kann man doch bestimmt mitnehmen. Siehste? Gerade auch schon gelesen, damals auch die Demo gespielt, die habe ich verpasst tatsächlich. Ja. Moin Dragon Lear, auch geil, schön. Ja, freut mich natürlich hier Leute aus dem Booty Bros Twitch-Stream zu sehen. Na, Dragon Lear, bunte Bilder ist auch am Start. Das ist ja toll, das ist ja super. Sehr gut. Das sieht ja super schick aus. Ja, Nevis Art, ich finde auch der Stil ist toll. Also ich mag es auch ganz gerne und ihr müsst leider so ein bisschen da durch, weil ich loote alles. Also ihr kriegt es ja gerade mit, das sind die Grundlagen. Wahrscheinlich kriege ich das alles auch nicht, aber gerade diese Kisten, die sammle ich mal schnell aus. Musik einen kleinen Tacken leiser bitte. Sehr wohl. So, müssten gucken. Gerne nochmal Feedback geben, ob die Musik jetzt besser ist, Katzennahrung. Dürfte ich sie looten. Sehr gut. Ja, da ist irgendein gefährlicher Kollege. Schön ein paar Kisten ohrfeigen. Yep, so ist das. Moin, Colonel Hogan. Lange nicht gelesen. Kryptomantin. Oh gut, ihr lebt noch. Ihr seid nicht meine erste Wahl, aber meine erste Wahl ist schon tot. Das ist nicht egal. Ich würde nicht darum bitten, wenn ich eine andere Wahl hätte. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Ende der Welt. Ihr müsst in den Turm gehen und die Zeit zurückspulen, bevor das Chaos hier alles zerlegt. Unweit von hier ist ein Durchgang. Folgt einfach dem Weg. Okay, Kryptomantin. Dann machen wir das mal. Aber erstmal looten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit und erstmal jeden Busch mitnehmen. So, okay. Da komme ich nicht hin. Diese Büsche muss ich auch, würzige Blätter muss ich auch alles mitnehmen. Wer weiß, daraus kann ich bestimmt richtig krasse Magiersprüche machen. So, komm, ich lasse es. Hier ist ausweichen. Oh, okay. Ui. Aber das ist doch schon wieder ganz nice hier. Guck mal, dieses Buch, was da unten ist. Ui. So, das war doch schon mal ganz smart. Da hat der Kollege die Arbeit für mich erledigt. Ist hier auch irgendwas zum Kaputt schießen? Oh ja. Nice. Hui. Aber nur Steine. Nee, das ist langweilig. Und weiter geht's.
Wizard with a Gun. Ist offiziell draußen jetzt. Auf sowas, solche Spiele habe ich natürlich Bock. Von der direkten Steuerung her fühlt es sich aktuell noch ein bisschen behäbig an tatsächlich. Also die reine Steuerung des Spielcharakters, ein bisschen langsam. Das wird mit absoluter Sicherheit im Laufe des Spiels anders sein, wenn wir krasser, stärker werden und als Magier uns fröhlich nach oben skillen. So, bevor wir weitermachen, gucke ich einmal nochmal hier, ob irgendwas super Interessantes dabei ist. Gegenstand verbrauchen. Ich habe irgendeinen Gegenstand verbraucht. Ob das gut war, weiß ich nicht. So, die Kryptomantin ist wieder da. Sie ist tot, Magier. Das bedeutet kein Kopfgeld für euch. Alle Durchgänge sind wieder geschlossen, im gesamten Turm. Sie hat sie alle gleichzeitig geöffnet. Vielleicht könnt ihr das ja auch, aber dafür werdet ihr Arcana brauchen. Chaos ist nur magische Energie, bösartig und geistlos. Ihr müsst es bekämpfen, um Arcana zu sammeln. Und zu kämpfen braucht ihr eine, wie nannte es sich gleich noch? Ah ja, eine Schusswaffe. Nice. Da, Schusswaffe. Hölzerne Schusswaffe, 5 Holz braucht man. Ja, herstellen. Habe ich hergestellt, nice. Okay. Habe ich ausgewählt. Nun, da ihr eine Schusswaffe habt, könnt ihr Arcana sammeln, um den Durchgang zu öffnen. Es erbringt euch an einen sicheren Ort. Chaosmonster lassen Arcana fallen, wenn sie sterben. Alles klar. Okay, jetzt muss ich Arcana sammeln. Aber was heißt Arcana? Hallo Magier. Was brauche ich? Ah, 20 Arcana. Okay, gut. Da muss ich jetzt mal gucken. Wir haben begrenzte Munition. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wo sind denn jetzt Gegner? Wo kann ich denn jetzt hier mal richtig abwämsen? Der Schatten vom Mikro sorgt für einen schicken Kinnbart. Ja, ey, ich hab... Ja, was denn? Das ist so besser? Mann, ey, worauf schon wieder geachtet wird hier. Das ist doch wirklich... Ach, guck mal, da unten, seht ihr das? Die Welt darunter. So, hier, der Dude ist doch schon mal richtig nice bestimmt. Na, alles klar. Der letzte Barde. Alles endet irgendwann, Grünschnabel. Wir haben die besten Plätze für die Show. Hat diese alte Geisterviertel euch erzählt, dass das Schicksal der Welt in euren Händen ruht? Das habe ich schon mal aus ihrem Mund gehört. So eine schwere Bürde legt man doch niemandem auf. Macht euch keinen Kopf. Wenn ihr scheitert, wird niemand mehr da sein, der euch deswegen Vorwürfe macht. Viel Glück bei allem, Grünschnabel. Cool. Seid vorsichtig, aus den Rissen vor euch kommen Wesen aus reinem Chaos. Besiegt sie, um Arcana zu halten und den Durchgang zu öffnen. Okay, alles klar. Let's do this. Ich würde nur ganz gerne Munition checken. Oder muss ich mir die, muss ich dann immer schon eine neue Waffe craften? Das würde ich tatsächlich gerne mal ganz gerne wissen. Wie komme ich denn da? Was ist mit der Map? Okay, jetzt habe ich mir einfach nämlich noch eine Waffe gebaut. Da bin ich ganz sicher, ob man pro Waffe auch gleichzeitig die Munition... Was geht hier ab? Ich zock jetzt heute was. Tatsächlich war ursprünglich etwas ganz anderes geplant. Nämlich ein Let's Play mit einem sehr, sehr, sehr interessanten und wie ich finde unglaublich cool... Kollegen des Auswärtigen Amtes, Mirko Krupper, der war schon beim SIP-Gipfel damals dabei. Und wir hatten eigentlich eine Aktion geplant, aber aufgrund der aktuellen Weltlage haben wir ein Let's Play, tatsächlich so ein bisschen, wir zeigen sozusagen den Kollegen, was Videospiele sind, erstmal verschoben. Da gibt es andere Sachen, die aktuell deutlich wichtiger sind. Deswegen fülle ich sozusagen diesen Raum heute mit Wizard with a Gun, ein Spiel, was ich sehr gerne spielen wollte. So, Chaos ist eine unbarmherzige Kraft, aber ihr habt ihr standgehalten. Kehrt zum Durchgang zurück und öffnet den Turm.
alles klar. Es sei denn, es gibt hier noch irgendwo eine Kiste voller Gold. Zum Beispiel. Basic One, ja, oh, der war super sympathisch. Ist er. Ist er. Aber er hat keine Ahnung von Videospielen. Also wirklich nicht. Der hat Heave-Ho gespielt. Und das hat nicht geklappt. Das war schon sehr, sehr interessant. Genau. Schönen guten Tag. Dragon Lear Mirko ist bester Mann. Genau. Wir machen hier weiter. Wer sich wundert, dass ich hier mal wieder streame, ich streame unregelmäßig auf Buddy Bros tatsächlich. Da könnt ihr immer wieder gerne reingucken. Da probieren mein Bruder und ich, wir probieren immer wieder Sachen aus. Mein Bruder mehr als ich. Aber das könnt ihr sehr, sehr gerne mal machen. So, Seelenband. Quest begonnen. Der Turm. Erkundet den Turm und erlernt seine Grundlagen. Ich verbinde meinen Seelenband. Geiler Style auf jeden Fall. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gut war oder schlecht, aber hier lernt nun, wie man lernt. Alles klar. Quest begonnen. Die Erstausgabe ist ein uralter Mekana-Foliant, der über die Welt um sich herum lernen kann. Mit ihm könnt ihr Objekte scannen, um mehr über sie herauszufinden. Wenn ihr die Erstausgabe in den Händen haltet, wird über Objekten, die ihr scannen könnt, eine Markierung gezeigt. Ihr könnt die Erstausgabe verbessern, um mehr Objekte damit scannen zu können. Das Scannen bestimmter Objekte und Kreaturen gibt euch Rezepte für die Herstellung. Alright! Das Rad. Ich möchte mehr scannen. Ups, das ging ein bisschen schnell. Ich habe einen Forschungsmekaner repariert. Nice, guck mal, brennende Patrone. Patron. Okay, dafür brauche ich auf jeden Fall Ressourcen. Ich habe meine Kamera sehr dumm hingestellt. Ich kann es tatsächlich, ich kann nicht lesen, was ich brauche. Doch, doch, kann ich lesen. Dankeschön, Dragon Lear, fürs Verlinken, ja. Moin, Chronik Live. Auch schon wieder am Lesen, das ist doch nett. Oh, ein Buddy-Let's Play. Ja, exakt. Wizard with a Gun. Also sehr gerne Feedback da lassen. Ob soll ein Spiel euch Spaß macht und ob man das hier weiterspielen soll. Zahnrad aufheben. Arcana Auslöscher. Benutzen. Gegenstand fallen lassen. Gegenstand transferieren. Ich glaube, ich lasse es mal. Also Arcana Auslöscher. Ich taper hier so ein bisschen seltsam durch die Welt. Ich guck mal, was es noch zu erleben gibt. Wahrscheinlich muss ich hier alles scannen. Auch scannen. Ich scanne alles. Da kann ich aber nichts weiteres mehr scannen. So, Erstausgabe lesen. Da. In den frühen Tagen der Mekanamantie, nach der Konstruktion des Mekana Imperiums, schufen die Magier des Imperiums die Erstausgabe lernfähige Bücher, die ihre eigenen Seiten verfassen konnten. Am Ende erwiesen sich ihre Schöpfungen jedoch als zu intelligent. Die Erstausgabe erhoben sich gegen ihre Schöpfer und legten Feuer in der Akademie, wodurch die Abteilung für Herbeirufung und Automatisierung der Schule zerstört wurde und zahllose Schüler und Lehrer in einem Konflikt ums Leben kamen, der nach wochenlangen Kämpfen in einem Patt endete. Kampfzauberer wurden von der Kolauk-Front herbeigerufen, um die Blockade zu brechen und die Folianten zu besiegen. In den Nachwehen des Aufstands erließen die Erzmagier des Imperiums Gesetze, die die Erschaffung von Mekana-Büchern mit Einschränkungen belegten. Alright. Interessant. So, da gibt's eine Menge zu lesen auf jeden Fall, wie man hier sieht. Und hier, Gottmaschinen, das Rad. Eine uralte Gottmaschine, mit der man die Zeit zurückspulen kann. Der Prozess ist chaotisch und führt mitunter zu unerwarteten Ergebnissen, je nachdem, ob sich die Ursache seines Ereignisses noch in der Welt oder im Turm befindet. Als Sicherheitsmechanismus der Götter müssen sich alle verbundenen Wesen im Turm befinden, damit das Rad zurückgedreht werden kann. Und Forschungsmekaner. Dieses massive Mekana wurde in den Anfängen der Pulvormantie erbaut, um die Magieforschung zu unterstützen. Die einst moderne Technik wurde seitdem durch neuere Forschungstische ersetzt. Für aufstrebende Pulvormanten ist es nach wie vor höchst lehrreich. Alles klar. Und ein Arcana-Auslöscher. Zerstört Gegenstände und wandelt sie in Rohes Arcana um. Das habe ich mir doch mal fast gedacht. Okay. Ups, Entschuldigung. Wollte ich nicht.
Das Rad habe ich schon. Das glaube ich auch mal. Das Seelenbad. Und ich gucke mir mal an. Da ist er. Eine Gottmaschine, die Seelen derer beschützt, die sie verwenden. Das habe ich mir auch gedacht. So. Komme ich hier weiter? Arcana-Foliant aufheben. So, hier geht's noch weiter. Jetzt hab ich schon mal ein Zahnrad. Okay. Arcana-Bank. Was haben wir denn hier? Also, wir lernen gerade gemeinsam die Grundlagen von Wizard with a Gun. Wenn ihr erst später eingeschaltet habt, schönen guten Tag. Daniel Bullimann ist mein Name. Wir zocken hier jetzt live gerade Wizard with a Gun. Ein Spiel aus dem Hause Galvanic Games, gepublished von Devolver Digital. Ergo, die Erwartungen sind automatisch gleich so ein bisschen höher, sag ich einfach mal. Ja, und das Ganze geht bis 19 Uhr. Danach gibt es eine nette Runde Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Meine Güte. Mit Janina, Florentin, Vitus und Valentin. Und um 20:30 gibt es dann alles mögliche Falls. So viel dazu. Yes. Und schwuppdiwupp, wir sind wieder zurück im Spiel Wizard with a Gun. Arcana Bank. Hier könnt ihr eure überschüssige Arcana sicher zur späteren Verwendung aufbewahren. Nice. Das ist doch auch mal sinnvoll. Ich bin mir nicht... Soll ich hier einfach mal was zerballern? Das gibt's nicht mehr. Und was passiert, wenn meine Munition alle ist? Also ganz alle. Lass mich das jetzt mal. Willkommen im Turm. Wenn ihr das hier lest, bin ich tot. Oder die Kryptomantin hat mich aufgegeben und mich durch jemand Neuen ersetzt. Sie ist verwirrend und geheimniskrämerisch, aber ihre Ziele decken sich mit unseren. Zumindest will auch sie verhindern, dass die Welt vollkommen auseinanderfällt. Sie kann nicht in den Turm kommen, aus Gründen, die sie nicht nennen kann oder will. Also ist der Turm allein für euch da und für Markus. Willkommen im Turm, wer auch immer ihr seid. Wie die meisten hielt auch ich den Turm für ein imperiales Gerücht. Die Durchgänge waren seit dem Zerbrechen der Welt vor 200 Jahren stets verschlossen. Und es gibt keine Eingänge vom Festland, von denen ich wüsste. In meinen letzten 5 Jahren auf der Zersplitterung haben wir alle Durchgänge geöffnet, die wir fanden. Hinter jedem warteten zahlreiche Entdeckungen, Bücher, Maschinen, Reagenzien. Und dann öffneten wir den letzten, den großen, augenförmigen Durchgang am Rand des Imperiums. Wir erweckten etwas, das lange, sehr lange im Turm gewartet hatte. Vermutlich ist das Chaos ein Schutzmechanismus, den die Götter hinterließen, damit wir nicht in ihren letzten Turm eindringen. Angesichts dessen, was vor 200 Jahren passiert ist, möchte ich nicht die erste Person sein, die diesen Mechanismus aktiviert. Wir haben das Rad dutzende Male zurückgespult, um zu verhindern, dass das Chaos alles zerstört. Und stets scheitern wir. Obgleich die Zeit sich hier nicht normal verhält, bin ich zu müde und zu alt, um noch weiter zu kämpfen. Ich sage mir immer wieder, nur noch dieses eine Mal. Das wird vermutlich auch euer Mantra werden. Viel Glück, Hilda Bulla. Alles klar, Hilda Bulla. Geiler Name. Alright, was haben wir denn hier? Snap da. Kann ich das hier scannen? Kann ich nicht. Das habe ich gerade gelesen. Jetzt habe ich auch verschiedene Zahnräder. Die kann ich doch jetzt bestimmt auch da hinten einsetzen. Okay, da komme ich so nicht hin. So. Fehlt noch irgendwas? Irgendwas fehlt mir doch. Da komme ich nicht hin. Da sind Folianten, aber da... Da hinten muss ich doch hin. Ich schieße mal ganz kurz meine Muni leer. Okay, das ist einfach leer. Also... Gegenstand ablegen. Dann probiere ich den doch einfach mal aus, in Arcana umzuwandeln. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, Leute, wir sind hier im Tutorial. Hier das Rad, da müssen gleich die Sachen rein. Das ist kaputt, aber erstmal will ich einmal hier diesen Arcana-Auslöscher ausprobieren. So, das hier, Gegenstand transferieren. X und... umwandeln. Habe ich gemacht. Habe ich was gekriegt.
glaube ich, ne? So. Was ist denn das da oben in der Hand? Kann man das auch runterballern? Hab ich gerade nicht gesehen, was ich nicht. Ich habe jetzt erstmal das uralte Zahnrad aktiviert. Das Rad des Chronomanten ist eine Gottmaschine, die die Zeit zurückspult. Bringt uralte Zahnräder zum Rad zurück und baut weitere Teile der Welt wieder auf. Mit jedem hinzugefügten Zahnrad könnt ihr die Zeit weiter zurückspulen und einen größeren Teil der Zersplitterung erkunden. Alright. Hab ich gemacht. Achso, das da oben auf der Hand. Das hab ich dort, das meinst du mit Hand. Die hab ich dort vorhin gelegt. Ich weiß nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Durchgang, Erstausgabe. Diese Durchgänge führen zurück in den Turm, wenn sie mit Arcana aufgeladen werden. Alright. Jetzt müssen die Frage, ob ich jetzt zurück muss oder ob ich hier noch etwas erledigen muss. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Okay. Ich lerne das Spiel gerade kennen, ne? Also, schauen wir mal. Ich glaube, da unten gab es aber auch nichts mehr. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ich zurück muss. Boah, das ist ja mega ewig. Buch des Alchemisten. Da hinten würde ich ganz gerne hin, aber da komme ich halt noch nicht hin. Vielleicht muss ich doch die Zeit zurückdrehen. Zumindest war das ja das, was ich gerade gemacht habe. Vielleicht muss ich diese Gottmaschine erstmal benutzen. Schön, dass der verskillte Magier nochmal zu tragen kommt, ja? So, ich spule die Zeit zurück. Aber die Frage ist, wohin? Das Imperium. Woo! Setzt die Welt zurück und baut sie wieder auf, indem ihr die Zeit zurückspult. Yes, my lady! Aha! Der erste Reiter. Ihr habt die Zeit zum Zeitpunkt vor dem Ende der Welt zurückgespult. Vielleicht habt ihr irgendetwas getan, was ich nicht weiß. So, ich würde jetzt ganz gerne einmal, das ist einfach mein Playstyle, ich gehe jetzt einmal zurück, weil ich will wissen, auch wenn wir es nicht gesehen haben, ob sich die Wege hier hinten auch verändert haben. Also das Buch da hinten zum Beispiel, nope. Das würde ich nämlich einmal überprüfen, ob, wenn man sowas macht, ob dann hier schon irgendwas freigeschaltet wurde. Aber nein, wurde es nicht. Dann wieder zurück. Moin Garden Gamer. Schön, dass ihr am Start seid. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. So, eine neue Expedition beginnt. Wenn ihr diesen Durchgang durchschreitet, startet ihr eine neue Expedition. Wenn ihr während einer Expedition sterbt, lasst ihr alle Gegenstände in eurem Rucksack fallen und kehrt zum Seelenband zurück. Yes. Was geht denn hier ab? Das ist alles ziemlich kaputt. So ein bisschen muss ich mich mit der Steuerung noch anfreunden. Aber das wird schon, denke ich. Chat, geht's euch gut? Ist alles in Ordnung? Moin Seifenspender, schönen guten Tag. So, einmal hier so ein bisschen abmuten, alles nehmen. Zack. Was ist denn Schnellkumulierung? Das klingt ja auch geil. Okay, A gedrückt halten. Das sieht auch, also ich mag den Stil auf jeden Fall, erinnert mich natürlich sehr schnell an diverse Spiele inzwischen. Also dieser 2,5D-Look. Was ist zum Trank? Was? X halten, Trankrad. Ich will X nicht halten. Ah, okay, vielleicht doch. Aber mir geht's gut, deswegen lassen wir das. Da vorne ist etwas Tolles. Das leuchtet, das habe ich vorhin schon gesehen, aber ich wusste noch nicht genau, was ich damit machen soll. Ich kann es leider auch nicht untersuchen. Aber ich würde ganz gerne versuchen, es zu zerstören, ohne jetzt gleich aber wieder
zu viel Munition zu verbrauchen. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel gut ist. Im Moment sieht es auf jeden Fall ganz nice aus. Und welche SpieleentwicklerInnen es schaffen, bei Devolver unter Vertrag zu kommen, da kann man eigentlich von ausgehen, dass die auf jeden Fall schon sehr, sehr gut sind. Denke ich. Ja, denke ich schon. Moin, Books and Chill. Es macht tatsächlich auch Spaß, gerade einfach mal wieder ein bisschen was zu zocken. Wenig gemacht. Ich habe Deep Rock Galactic Survival, die Demo, sehr viel gespielt. Zu viel für eine Demo. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wenn dir der Look gefällt, unbedingt Weird West anschauen. Okay, danke für den Tipp, Weird West. Hier ist ein Baum, da haue ich nochmal drauf, sammle mir ein paar Eichenäpfel und diese Dinger, die leuchten, sammle ich ein, weil die sind bestimmt richtig geil. Hey, kam gerade erst dazu, ist das nur Singleplayer oder auch Multiplayer? Es gibt einen Online-Multiplayer-Koop, also man kann es koopmäßig durchspielen und das finde ich ganz interessant. Es gibt kein PvP, das habe ich auch schon gelernt, aber man kann es wohl im Koop spielen. Hallo Schmollex, guten Tag. So, was ist hier los? Das sieht doch nett aus. Keine toten Spieler in der Nähe, die wiedererweckt werden könnten. Aha. Ja, mal gucken, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob die so eine Art Lobby-Modus auch haben, dass man auch mit in Anführungsstrichen, fremden Leuten spielen kann. Das wäre natürlich auch ganz nett eigentlich, sowas, ne? Ihr? Oh, ihr seid mein Ersatz. Von allen Bewohnern der Zersplitterung gerade ihr. Bei den Göttern, ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich bin langsam zu alt für diesen Unfug, aber wenn ihr meinen Job wollt, dann solltet ihr zumindest gut darin sein. Aber eins nach dem anderen. Zuerst laden wir mal diese Waffe nach. Geht rüber zur Nachladebank. Alright. Nachladebank. Lerne ich. Magier bauen an Nachladebänken Zauber in ihre Schusswaffen ein. Ihr werdet ihr Patronen und Pulver aus Ressourcen erstellen, die ihr in der Welt sammelt. Wählt den Patronenplatz aus. Ja. Wählt eine Patrone aus, die ihr herstellen wollt. Ja. Und... was? Was hab ich gemacht? Herstellen. 100 zerstört. Hergestellt. Ja, ist doch gut. Hab ich gemacht. Gut. Gleich mal scannen, ne? Bergtroll Wicked schreibt, Buddy streamt viel zu selten. Ja, das kann sein. Aber wenn ich streame, dann auf dem... Twitch-Kanal Buddy Bros. Guck da bitte rein, es macht Spaß. Jetzt habe ich einfach Hilda gescannt, ne? Kann man machen. Kann ich auch mal machen, wa? So. Und nochmal. Ein einfacher Zerstörungszauber, ein Klassiker. Wenn ihr das nächste Mal im Turm seid, solltet ihr euch mit dem Forschungsmechaner beschäftigen. Damit könnt ihr lernen, wie man bessere Zauber erstellt. Ihr müsst lernen, wie ihr eure eigene Nachladebank baut. Wenn ihr das nächste Mal die Zeit zurückdreht, bin ich möglicherweise nicht mehr hier. Hervorragend. Das Buch sollte euch nun ein Rezept für einen dieser Waffen gelehrt haben. Stellt eine her. Hölzerne Schusswaffe. Nein, Weltenbauer! Habe ich gemacht. Und witziger Tee, guck mal. So, auf Möbelwaffe wechseln. I will do that. Zack. Mit dem Weltenbauer könnt ihr Vorrichtungen bauen und zerlegen. Im Turm gebaute Vorrichtungen bleiben bestehen. Jene in der Zersplitterung errichteten gehen verloren, wenn ihr die Zeit zurückdreht. Alright. Was muss ich bauen? Das hier, ne? Einfach irgendwo hin, oder was? Ja, dann hier hin. Hier, jetzt wünsche ich mir eine Maus eigentlich. Ich sollte doch was anderes bauen, fällt mir gerade ein. So, ich muss einmal kurz checken, wo komme ich denn ins Baumenü? Ich weiß noch, wie ich meine erste Möbelwaffe hergestellt habe. Sorgt dafür, dass euer Turm eine Nachladebank hat. Sie wird euch bis ins Ende der Zeit gute Dienste erweisen. Vor 200 Jahren zerbrach die Welt und die Zersplitterung entstand.
Seitdem war die Lage stabil, bis wir den Turm öffneten und das Chaos herausließen. Das Chaos zerstört weiterhin die Welt, ganz egal, wie oft wir das Rad zurückspulen. Nun hat das Chaos das Rad beschädigt. Um die Welt wieder aufzubauen, müsst ihr zuerst das Rad wieder aufbauen, mit einem uralten Zahnrad nach dem anderen. Meine Verbündeten, die Reiter, haben möglicherweise ebenfalls ein paar der Teile, aber sie vertrauen euch nicht. Dies ist das erste Mal, dass ihr uns trefft, nicht das erste Mal, dass wir euch treffen. Aha. Wenn ihr die Zeit erneut zurückspult, werde ich mich an das hier nicht mehr erinnern. Interessant. Mit uralten Zahnrädern baut man das Rad der Chronomanten wieder auf. Nachdem ihr ein uraltes Zahnrad zurückgebracht habt, könnt ihr die Zeit zurückspulen, damit der Zersplitterung neue Gebiete hinzugefügt werden. Yes. Kann man nochmal die Kiste hier weghauen. Erbe, das scheint Sandbox-mäßig eher eine offene Welt zu sein, ja. Nehmt euch das uralte Zahnrad und geht zurück in den Turm. Yes, will do. Und vorher allerdings zerlege ich das hier nochmal, weil ich glaube, das war nämlich vollkommen Quatsch hier. Hier muss ich nämlich einen Turm aufbauen. So, und hier baue ich irgendwo die Nachladebank hin. So. Und ich füge dem Rad ein weiteres Rad hinzu. Und Zeit zum Spulen. Quest abgeschlossen, der erste Halt. Wir haben mit Frau Buller persönlich gesprochen und gelernt, wie man den Sound beschreibt. König, ich bin bei Hotfix leider nicht dabei. Nee. Dabei sind Janina, Vitus, Walle und Florentin. Und dann um 20:30 ist dann alles mögliche falls. Ich sitze tatsächlich bei mir zu Hause im Keller. Guten Tag. Die Welt wird nun vom Chaos eingenommen. Es bleibt nur begrenzt Zeit, bis das Chaos entfesselt wird. Wenn das Chaos entfesselt wird, beginnt es, die Welt zu verschlingen und es wird schwieriger zu überleben. Er weckt inaktive Risse und zerstört sie, um das Chaos noch weiter zurückzudrängen. Alright. Will do. Mal gucken. Wir spielen ja jetzt 2 Stunden ungefähr, oder ich weiß gar nicht, wie spät wir es jetzt haben. Noch bis 19 Uhr geht diese Session. Und mal gucken, wie weit wir in die Zeit kommen. Das Imperium. Warte mal, jetzt ist es schon wieder weg. Na toll. Eine neue Expedition beginnt. Ich bin gespannt. Da sind Äpfel. Schnappe ich mir schon mal. Und ihr seht oben auf jeden Fall so eine Zeit runterticken, ne? Also wir müssen irgendwie scheinbar was innerhalb dieser 5 Minuten schaffen. Ich habe aber nicht aufgepasst. Shit. So. Das Spiel ist übrigens auf allen Plattformen rausgekommen, also allen gängigen Plattformen. Und das ist, glaube ich, auch so ein prädestiniertes Switch-Spiel. Ich würde so gerne rennen können, aber kann ich gerade nicht. Einen Busch wollte ich noch mitnehmen, weil dann kann ich mir gleich mal so einen Tee machen. Tee klingt auf jeden Fall so, als ob das smart ist. Da ist er. Guck mal. Hallo. Sieht aus, als hätten wir uns bereits kennengelernt. Ihr habt meine Schusswaffe. Die anderen Reiter haben die Zahnräder. Ihr müsst sie besiegen. In diesem Hochofen dort könnt ihr Metalle und andere Dinge einschmelzen und daraus nützliche Baumaterialien herstellen. Ihr könnt ihn wie alle anderen Möbel scannen. Yep. Und der Mechanerschmied. Okay. So, das hab ich gemacht. Metallschrott. Okay, Metallschrott scheint es nicht zu bringen. Holz bringt es auch nicht. Naja. Ofen. Hier ist aber bestimmt was dabei. Guck mal. Ich glaube, die Zeit
in 2 Minuten sozusagen kommt eine neue Welle an Gegnern. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Naja, ich guck mal gerade, ob hier noch in den Kämpfen was drin ist. Furtiana, ich kann nicht über die Grenzen springen. Leider nicht. Über die Edge habe ich schon ausprobiert. Tatsächlich wird man hier einfach aufgehalten. Seht ihr? Ah. Na. So, dann suchen wir mal weiter. Da ist ein Stern. Was macht dieser Stern? Ach, das Buch sieht ja nice aus. Alleine das ist schon ganz geil. So, Karte öffnen. Da bin ich. Alright. Da geht's runter. Da gibt's Äpfel. Die loote ich mit. Und weiter geht's. Alles gut, ich will gar nichts von dir, Mann. Die sind süß. Ich will überhaupt nichts. Oh, der singt! Ist das ein Mini-Buch? Das ist ja sweet. Nein, ich wollte dich nicht hauen. Ach, Entschuldigung. Ich wollte dich überhaupt nicht hauen. Aber mächtig. Das ist ja nice. Guck mal, der kann für mich jetzt hier... Aber jetzt haben wir ein bisschen Action gerade mal. Und er ist auch wieder freundlich. Guck mal, das hat sich doch schon mal gelohnt. Man kann sozusagen die süßen kleinen laufenden Bücher dazu nutzen, um Stein zu looten. Das ist doch schon mal nice. Da oben passiert was. Was passiert da? Ist er mir denn jetzt noch feindlich gesinnt oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay, vielleicht doch. Okay, ja, das ist sehr gut. Ich gehe ja schon. Na gut. So, in 40 Sekunden scheint es hier steil zu gehen. Und die sehen aus wie Banditen. Ja. Oh, guck mal. Hey. So, da gab es noch mehr Gegner. Upp, da, upp. Ei, deine Schotti. Aua, aua, aua. Aua. Ei. Aua. Vorsichtig. Da war ich wohl ein bisschen zu voreilig. Was mich jetzt mal interessieren würde, was ist, wenn ich... Kann ich den zerlegen hier? Tatsächlich. Ja, das will ich nochmal ausprobieren. Oh, oh, da passiert was. Aber guck mal, ich kann den Hochofen zerlegen. Das ist ja ganz geil. Und jetzt habe ich 12 Metallschrott bekommen. Das ist schon mal ganz nice. So, okay. Jetzt allerdings... ist die Zeit um. Das heißt, jetzt kommen die... Jetzt kommt das Chaos. Was ich ja eigentlich ganz nice finde, weil dann kann ich Arcana sammeln. So. Was, wo? Du hast geplatscht. Was geschieht hier? Habe ich irgendwas verpasst? Ich gehe auf jeden Fall mal hier zu diesen Points of Interest. Ein weiteres Buch. Boah. Der sieht hart aus. Der sieht ziemlich hart aus. Eieieiei. Der ist im Wasser. Ui! Nice. Ich frage mich gerade, ob... So ein...
Guck mal, die kämpfen gegeneinander. Das ist auch ganz nice gerade. Ach was, guck mal, die machen den Boden kaputt. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja scheiße. Okay, uiuiui. Ui, ui. Und es wird mehr. Heißt das, ich muss zurück? Ich habe nie überhaupt nicht aufgepasst, Mann. Scheiße. Wahrscheinlich muss ich gleich zurück. Okay, scheiße. Die Welt löst sich auf. Ich glaube, dann gehe ich mal zurück, wa? Oder wie, oder was? Vielleicht haben einige von euch dieses Spiel schon gespielt und können mir dann vielleicht im Chat einen kleinen Tipp geben. Also, wer weiß. Okay, das ist zu schwach. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte wieder zurück. Ich hab auf jeden Fall neue Sachen gelernt. Und es scheint jetzt zu heavy zu werden. Ich versuche mich mal hier oben hier durch zu mopsen. What ist los? Okay, die sind wirklich heavy. Ja, okay, ich hau. Ich glaube, ich hau ab und versuche mir erstmal eine bessere Waffe zu machen, weil ich glaube, so komme ich jetzt nicht weiter. Die Zahnräder brauche ich eigentlich, genau. Die sind halt schon aus der Map auf jeden Fall zu sehen. Warum habe ich jetzt einen anderen Schuss? Ich habe andere Munition, seht ihr das? Das ist ja eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, ein Zahnrad will ich mir auf jeden Fall holen. Ah, guck mal, ich habe zwei Kammern sicher gerade. Kammer 1 und Kammer 2. Das probiere ich gleich mal aus. Aber erst, wenn ich Gegner habe. Okay, scheinbar habe ich jetzt irgendeine... Au. Ei. Das ist ja ganz geil. Guck mal, ich kann sogar den Boden vereisen. Schnell alles aufsammeln. Ah! Wow. Ich frage mich gerade, habe ich jetzt einen Zahnrad aufgesammelt? In der Panik habe ich das gerade nicht mitbekommen. Eigentlich müsste hier eins sein, gewesen sein. Hatte dieser Räuber gerade einen? Moin King 7. Mario Wonders wird morgen gezockt. Bin ich auch gespannt drauf. Ey, Entschuldigung, ich bin voll abgelenkt gerade. Shit, ich muss tatsächlich weg. Diese. Au. Oh, das ist aber knapp jetzt hier. Dringend was zu trinken. Oder zu essen. Okay, ich glaube, ich hau wieder zurück ab. Wenn ich da noch hinkomme überhaupt, weil... die Zitze, ich glaube, ich habe mich voll. War vom Gegner, die haben Zahne. Dankeschön, Len. Da ist eine Truhe. Oh. Ah, ja. Ich habe bald keine Muni mehr, aber ich hau jetzt auch tatsächlich erstmal wieder zurück ab. Ich habe auch fast kein Leben mehr. Ihr seht es. Deswegen besser mal zurück. Was ist das denn, ey? Was ist das denn? Schwamme,
So, ich guck mal kurz. Habe ich denn jetzt überhaupt ein Zahnrad? Ich glaube nicht. Ausrüstung. Rezept unbekannt, aber das hätte ich ganz gerne. Guck mal, ich habe hier verschiedene Waffen. Hölzerne Schusswaffe und den Weltenbauer. Schädiger Revolver. Kältepatrone. Okay. Interessant. Nachladebank. Das machen wir erstmal. Diese Schusswaffe kann Pulver verwenden. Pulver verändert das Verhalten von Patronen. Ah, okay. Aktuelles Pulver, verbessertes Wirkungsbereichspulver. Mhm. So, die Schusswaffe hat 2 Patronenkammern. Das ist korrekt. Ladung herstellen. Herstellen. Ich kann allerdings, das ist ja doof. Das kann ich nicht ändern. Ich würde ganz gerne verstehen, warum ich das jetzt nicht nachladen kann. Also warum ich das nicht herstellen kann. Ich kann nur ganz normale Patronen machen, Schadenspatronen, aber nicht diese blauen. Das verstehe ich nicht. Erstmal baue ich hier noch einen Hochofen hin. War? Hey? So. Hinzufügen. Scrap Metal. Ergebnis. Brennstoff. Warte mal. Brennstoff. Muss ich da wahrscheinlich Holz hier reinlegen? Ah, nee. Andersrum. Zack. Zack, zack, zack. Jetzt macht alles Sinn. Oh, ich horst. Jetzt mach ich Holz mit Holz. Das soll nicht wahr sein. So, jetzt hab ich's. Okay, warten wir da mal ab. Und derweil gucke ich einmal ganz kurz ein bisschen bei euch rein. In den Chat. Na, was geht denn ab bei euch? So, ist alles in Ordnung? Kann man mich noch hören und sehen? Geht das überhaupt? Ist das alles noch funktionabel hier? Schmorlex ist wieder dabei. Warum keine Nahkampfwaffe? Der verskillte Magier wollte doch Krieger werden. Ah ja. So, wir haben Metall. Ich freue mich. Guten Tag. Moin, Lady Wasabi. Auch ewig nicht gelesen. Sehr gut. Und Dr. Simmer One ist wieder saulustig. So. Ergebnis. Eisenbarren. Complete X3 Processing. Ich transferiere mal alle und dann gucke ich mal, was man damit machen kann. Eisenbarren, Nachladebank, so, aber ich kann tatsächlich jetzt gerade nichts bauen, aber ich kann hier, guck mal, brennende Patrone, Giftpatrone, bezaubernde Patrone, eine Patrone, die Gegner bezaubert, damit sie euch folgen und für euch kämpfen, wirkt nicht gegen Chaos, das finde ich eigentlich ganz geil, ich glaube, das mache ich jetzt mal. So, und Forschungsbank des Lebens. Hier studierst du die Studie des Malius, die im Almagus, dem Einklang mit der Natur existiert. Bezaubert Kreaturen, heilt Kreaturen und andere magische Pflanzenwesen. Das ist so ein bisschen Totenbeschwörer-mäßig, nur andersrum halt. Mache ich jetzt einfach mal. Ordnungspatrone. Eine Patrone, die repariert, was sie trifft. Verursacht hohen Schaden gegen Chaos. Entfernt Chaos vom Boden. Auch nicht schlecht. Forschungsbank des Lebens kann ich jetzt bauen. Und dazu fehlt mir aber Metall. Das heißt, dazu muss ich nochmal rausgehen. Okay. Oder kann ich das jetzt erledigen? Okay. Tatsächlich mit dem Gamepad ist das ein bisschen hakelig. Ihr seht's, ne? Also, ich spiele gerade mit dem Gamepad. Astas schreibst du herrlich entspannt. Ja, danke. Finde ich auch gerade. Kriege ich denn auch die. Ja. Es geht schneller so auf jeden Fall.
fehlen 2 Scrap Metal. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwas zerlegen kann, was aus Metall ist. Das hier zum Beispiel. Arkane Bank. Ey, ich glaube, die ist wichtig, oder? Diese Arkane Bank. Hab ich die schon gescannt? Ach komm, die zerlege ich mal nicht. Kann ich das Buch hier zerlegen? Nee, komm, das lasse ich mal. Das lasse ich mal. Die Musik ist super chillig. Ist die von der Lautstärke her in Ordnung eigentlich? Hoffe ich doch. Moin, Chateo. So, was habe ich denn hier nochmal? Arkane Auslöscher ist erstmal irrelevant. Habe ich ein Zahnrad? Irgendwas hat bop gemacht. Ich glaube, ich muss wieder raus. 1111 Zuschauer auf Twitch, oder was? Dragon Lear jetzt gerade. Das ist ja nett. Guten Tag. Hallo. Heute Abend gibt es noch weiter Programm, aber das Programm, was ich jetzt gerade hier mache, heißt Wizard with a Gun. Und es macht aktuell sehr viel Spaß. So. Zeit zurückspulen. Und ich habe wieder genug Zeit, bis das Chaos erneut wiederkommt. Und deswegen. Achso, da hätte ich oben lang gehen können. Schwupp, dwupp. Eine neue Expedition beginnen. Yes. Die Kryptomanten. Bisher habt ihr euch gut geschlagen, Magier. Vielleicht habt ihr Erfolg, wo ich und andere scheiterten. Das Chaos wird versuchen, eure Pläne zu vereinigen. Sammelt die vielen uralten Zahnräder und erweitert die Welt, damit ihr die Zersplitterung vollständig erforschen könnt. Ihr werdet den Durchgang der Mekagieren schon bald finden. Sie besitzt ebenfalls ein uraltes Zahnrad. Ja, danke. So, das ist, sieht aus wie etwas, was ich nicht betreten sollte. Aber ich bin ein furchtloser Wizard with a Gun. Och Mann. Autsch, lame. Na komm, nicht nochmal. Das war gut. Ihr seht oben diesen Timer, wenn ihr gegen das Chaos kämpft und tatsächlich gewinnt, dann kriegt ihr Zeit drauf, bis das Chaos überhand nimmt. Das zerlege ich mal so. Ich frage mich, ob das schneller geht oder nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache was falsch. Ach was, da ist ein Gegner. Boah. Ja, da wird eine Zahnrad dann auch. Hallo? Ach Mann, ey. Irgendwie komme ich. Das ist. Irgendwie muss ich. Zapfenbelebung ist. Ei, ganz nice. Da muss ich nochmal ran. Er flüchtet? Nein! Das sieht aus, als ob es explodieren könnte. Yep. So, Scrap Metal. Ich esse mal ein bisschen Obst, damit ich ein wenig Lebensenergie zurückkriege. Aber es ist wirklich gut. Und ich versuche mal, das jetzt zu zerlegen. Geht nicht. Schade. Aber ich will da jetzt nicht draufkloppen. Das dauert zu ewig. So. Habe ich wieder zu viel Zeit gelassen. Wie kann ich denn hier einfach auf alles nehmen? Hier müsste eigentlich ein Knopf sein, alles nehmen, aber irgendwie. Da muss ich immer so ganz rüber gehen. Das ist irgendwie nervig. Das
Da oben sieht noch Explosion aus. Das lasse ich mal stehen. Und was haben wir denn noch? Autsch, autsch. Okay, die sind echt hart drauf, ey. Verdammt nochmal. Autsch. Ich glaube, ich bin gleich down. Das ist aber hart, ey. Bei irgendwas Härteres. Sowas zum Beispiel. Ja, das gefällt mir mehr. So, wo ist der Shuddy, Dude? Ich komme tatsächlich immer auf diesen Folianten, ihr seht es. Das ist, werde ich demnächst mal dann doch ändern. Das macht mir Probleme. Autsch, 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 autsch. Snap, snip, snap. Nach der Bank. Ich möchte die Ladung herstellen. Es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Herstellen. Eine Zauberdrohne kann ich machen. Ah, okay, verstanden. Das ist halt... Ah, okay, nice. Dann werde ich das mal hier machen. Ja. Jetzt habe ich hier eine Waffe. Hoppala. Die ist es nicht. Okay, also da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Verschiedene Möglichkeiten, hier die Waffen einzeln zu bestimmen. Was aber eigentlich ganz cool ist. Also, weil so hat man dann doch... wenn man es dann drauf hat, nicht so wie ich gerade, die Möglichkeit, relativ schnell unterschiedliche Waffenskills auszuwählen. Ah, ich werde gerade wahnsinnig, echt. Irgendwie... das ist Steuerung. Warum? So, hier geht's nicht weiter. Und weiter geht's. Was war denn statt Wizard with a Gun geplant? John Meister, ursprünglich war tatsächlich ein Let's Play geplant, eine Art Pilotprojekt mit der Stiftung Digitale Spielekultur und dem Auswärtigen Amt. Mit einem sehr, sehr lieben Kollegen, den einige Leute hier auch schon von dem vorletzten Gipfel kennen, Mirko Krupa vom Auswärtigen Amt tatsächlich. Super Typ. Und wir hatten die Idee... guck mal, Tee kann man herstellen. Wir hatten die Idee tatsächlich, einfach wirklich gemeinsam zu zocken und ihn sozusagen auch so ein bisschen in unsere Lebensrealität einzuladen. Also wie wir denn auch so einfach privat zocken, weil er und auch andere Kolleginnen und Kollegen vom Auswärtigen Amt kennen das halt so nicht, ne? Und ey, was denn? Ich hab... Warte. Warte. Ich will dein Freund sein, ich erschieße dich. Stehen. Entschuldige, ich bin abgelenkt. Das war tatsächlich die Idee, auf jeden Fall so ein Spiel zu spielen und ihn gemeinsam auch über ernste Themen zu reden, aber in dieser Spielwelt. Aber aufgrund der aktuellen politischen Situation der Welt, wie immer, haben wir das jetzt erstmal verschoben und fanden das dann irgendwie alle schlussendlich ganz sinnvoll, das heute einfach nicht zu tun. Da gab es verschiedene Vorstellungen. Wir wollten eigentlich Project Winter mit ihm spielen, weil er eben auch noch nicht so viel Erfahrung mit Gaming hatte. Wir wollten auch ein Spiel haben, was gut zum Zugucken ist. Ja, so. Die Welt geht unter. I know. So. Da hole ich mir noch einmal diesen Kollegen hier. Hoffentlich. Eine große Katze.
Uiuiuiui. Au, 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 Brille. Ui! Vorsichtig. Und das Chaos kommt auch noch dazu, oder was? Eigentlich sollte ich die nehmen. Wow, 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 wow! Oh, habt ihr das gesehen? Und was war das denn, ey? Hab ich gerade. Das war gerade tatsächlich ziemlich knapp. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Steuerung ist manchmal ein bisschen weird. Weird. Aber, so, ich gehe jetzt zurück. Ich glaube, ich habe eins gekriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich. Aber, ich brauche tatsächlich auch mal andere Heiltränke. Irgendetwas, damit ich schneller Energie zurückkriege. So dauert das ja wirklich ewig. Am besten direkt ein 1-on-1-Beef mit dem gestartet. Sofort gezeigt, wer der Boss ist. Es geht ausnahmsweise mal nicht nur um Wettkampf. Das ist das Ding. Moin, Schwabo. Nee, ey, das Thema Politik und Videospiele, ich weiß, dass ganz viele Leute da ganz schnell einen Bogen drum machen, aber mich beschäftigt das eh schon immer. So, und ich finde, dass digitale Räume, gerade Multiplayer-Räume, da begegnet man sich als Mensch halt auch. Und da dann auch drüber sprechen zu können, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und das machen wir bei Rocket Beans aus meiner Sicht gar nicht. Einfach gar nicht. So, hier guck mal, was kann ich denn hier ausrüsten und neu bauen? Das Game ist ganz nett, haut einen aber irgendwie aber auch nicht vom Hocker, schreibt John Meister. Ich find's jetzt auch, erstmal nett halt, ne? Aber es ist ja gut. Also ich bin so ein bisschen gebrandmarkt, glaube ich, durch Deep Rock Galactic Survival. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Demo habe ich gerade gespielt. Das hat mich ziemlich in Bann gezogen, aber ich habe jetzt im Prinzip die Demo auch fast durch. Mir fehlt nur ein letzter Punkt von 9, glaube ich, die man in Demo spielen kann. So. Entschuldige, ich fahre so ein bisschen rum und renne hier auch ein bisschen undurchsichtig rum. Irgendwo könnte man Tee machen, aber ich glaube, das habe ich noch nicht gelernt. Ich glaube tatsächlich, ich muss einfach wieder ein Zahnrad holen. So, da ist es nämlich. Guck mal, eins habe ich jetzt nochmal geschafft. Und jetzt wieder die Zeit zurückspulen. Und vier weitere gehen. That's the game. Und weiter geht's. Hallo Magier. Na, was gibt's? Was geht, Kryptomantin? Das hat sich gut geschlagen, Magier. Vielleicht wieder voll anscheinend. Kann für so ein Player sein. Haben die denn? Alles klar. Und jedes Mal sieht die Welt anders aus. Scrap Metal sammle ich jetzt gerade mal nicht. Ich versuche jetzt einfach mal gezielt irgendwie die, mit Maus und Tastatur wäre das schon angenehmer, aber ich glaube, oder? Ja, komm. Ich bin mal so. Bisschen angenehmer. So. Ups, nee, warte mal. Ach, das, guck mal, das Sweet, der macht's heile. Und rechts oben über, seht ihr den Libometer? Yes! Ja, ich kann nicht streicheln, toll. Hallo, Großer, na? Ja, guten Tag. Das ist ja toll. Nice, ja, läuft mir hinterher. Ach, das ist ja schön. Und ein Goat. Das machen wir dann auch mal direkt. Voller Liebe. Hoppala. Ui. Er hat aber nicht so Bock auf uns gerade. Aber noch nicht. Gleich.
und streicheln. Na? Ah, guck mal da, ein Zahnrad. Das ist ja nice. Oh, guck mal, der Sarg mit dem Herz drauf. Das ist ja auch ein bisschen arg traurig, ey. Nein, 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 nein. Ihr sagt nein. Erstmal, er ist doch cool. Nein! Ah, ich verstehe es. Kann immer nur. Entweder sind die selber so stark oder. Ich kann immer nur einen Kollegen haben. Kann das sein? Ja, einmal streichen. Guten Tag. Gut. Jetzt habe ich eh gerade keine Muni mehr. Das ist ja auch ein bisschen traurig. Aber finde ich schon wieder eine lustige Spielmechanik hier. Das finde ich ganz nice. So, weiter geht's. Moin, Zitatwaffe. Zitatwaffe. Guten Tag. So, Gegner. Gegner, Gegner. Ich schleiche mich an und vergib dir sie. Boah, jetzt habe ich keinen Kumpel mehr. Das ist ja auch ein bisschen traurig. Ne? Direkt weggelatzt. Also ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass entweder ist mein Charakter noch zu schlecht, aber ich treffe manchmal halt einfach nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so super intuitiv wie ein Hades, sag ich mal. Au, 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 au. Ich habe tatsächlich das Gefühl, manchmal... die Munition auch unterschiedlich. Das kann ja auch sein, dass es einfach part of the deal ist. Und dass man erst besser werden muss im Schießen. Also er schießt wirklich oft daneben. Aufheben. Ich sag nicht, mein Inventar ist voll. Tatsächlich, Inventar ist voll. Nein! Ja, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss wandern. So. Gehe ich zurück? Ja, ich habe ein Zahnrad, dann gehe ich doch mal gleich wieder zurück erstmal. Oder? Da-da-da. Wird gern weiterschauen, aber leider rufen Eltern nach Verpflichtung. Erstkommunion, Elternabend. Ja, so ist das. Erstkommunion, Elternabend. Okay, alles klar. Futiana, viel Spaß. Nicht ärgern lassen. So. John Meister schreibt, hängt, glaube ich, von der Waffe ab, wie genau die ist. Sehr wahrscheinlich ist das so. Okay, Feuer macht besseren Schaden. Deutlich besseren Schaden. Das finde ich ganz nice. So, und hier haben wir jetzt was. Schütze, Hilda. Wisst ihr, wie man eine Brauanlage Getränke baut? Ich habe hier so eine. Dann kannst du wie alle anderen Möbel scannen. Nice, sehr gut. Wo ist mein Scannerbuch? Ich scanne ihn mal. So, und ich mopse mir sie aber auch gleich mal. Oder? Ja, komm, ich mopse mir und dann nehme ich sie zurück. Zeit ist auch gleich um, sozusagen. Dann mache ich das doch mal. Und ich werde mir neue Liebesmunition auch holen, denn das ist ja eine ganz nette Spielmechanik, dass man hier dann so eine Art Pet am Start hat. Das finde ich ja super. Die Welt geht unter. So, dann bauen wir uns doch mal einmal hier eine Brauanlage. Und die Brauanlage, die bauen wir mal direkt hier neben. Ja, geht nicht. Boah, ey. Das ist ja wirklich grausam. Kann man nicht.
So, wo baue ich denn die Brauanlage hin, dass sie nicht im Weg rumsteht? Da. Zack. Das meine ich doch. Also, Tessin Tee. Ein einfaches Gebräu, das euch neuen Schwung verleiht. Alles klar. Und würziger Tee. Ich muss Büsche tatsächlich looten. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. So, was braucht er dafür? Ja. Und dafür brauche ich... Was ist denn das da unten? Fiedelkopffarn. Was sind denn Fiedelkopffarne? Oh je, muss ich dafür diese... Ah, das brauche ich aber. Die sind sehr, sehr gut, ey. Die beiden brauche ich. Also das farme ich jetzt gleich auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was Fiedelkopffarne sind. Ich kann mir denken, dass das... Weiß ich auch nicht, was das ist. Muss ich mir ein bisschen konzentrierter spielen. Dann wüsste ich es. Kurzes Heads-up, es ist 18.16 Uhr. Wir sind live. Schönen guten Tag, Leute. Daniel Budimann aus dem Basement. Das erkläre ich euch doch mal ganz kurz. Hehe, hallo, ne? Guten Tag. Ab 19 Uhr gibt's Hot Wheels mit Janina, Walle, Vitus und Florentin. Und zwar spielen sie das neue Unleashed 2 Turbo Charge. Bis 20.30 Uhr. Und um 20.30 Uhr gibt es alles mögliche Fights. Mit Colin... Johanna und Florentin. Das ist der Plan heute Abend. Und wir hatten eigentlich ursprünglich was anderes geplant, nämlich ein Let's Play gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt. Aber ich denke, die haben jetzt aktuell andere Sachen zu tun. Das ist etwas, was ich nach wie vor sehr interessant finde und was wir auf jeden Fall auch noch machen werden. Nämlich einfach auch mal gemeinsam ernstere Themen besprechen in digitalen Welten. Aber das hat heute nicht sein sollen, deswegen zocke ich jetzt einfach mal ein Spiel, was ich mir genauer angucken wollte. Das ist Wizard with a Gun. Ein Seattler Game Studio namens Galvanic Games hat das hier entwickelt und Devolver Digital hat es gepublished. Es ist frisch draußen und der Trailer sah geil aus. Und ich bin bereits dabei, immer wieder die Zeit zurückzudrehen, um immer wieder zu versuchen, das Chaos aufzuhalten. Das ist zumindest der Plan. Und ja, wer das hier gut findet, könnt ihr ja reinschreiben. Das ist doch nett. Könnt ihr vielleicht auch unter in die Kommentare, wenn das irgendwann auf YouTube hochgeladen wird, auch nochmal weiter reinschreiben. Bisschen die Frage, ob man Wizard with a Gun wirklich länger spielen sollte oder nicht. Ich denke, da gibt es auch nochmal andere Titel, die vielleicht auch interessanter sind. I don't know. Aber mir macht das Spiel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das jetzt großartig über einen langen Zeitraum Let's Playen müsste. Das weiß ich nicht. Und wer mich vielleicht häufiger irgendwie auch streamen sehen will, der kann das machen unter twitch.tv/bootybros, auch angedockt. Da wird aber weniger gezockt tatsächlich. Das ist mehr eine Labern, mehr Fotos. Und Ian geht ganz oft skaten. Aber es macht Spaß und wir probieren Technik aus und in letzter Zeit hat alles sehr gut funktioniert. Könnt ihr gerne mal machen. Jetzt geht's aber weiter mit Wizard with a Gun. Wenn es denn mal geht. Da geht's weiter. Snap the Snap. Die Musik passt zum Feierabend auf jeden Fall. Schönes Entertainment. Moin Stefan, schönen Feierabend wünsche ich dir. Wir setzen ein neues Rad ein. Guck mal. Und ich spule die Zeit zurück und jetzt machen wir uns auf den Weg, Fiedelkopffarm zu farmen und Blätter, damit wir uns Health machen können. Einfach nur Health. Okay, das hat ja schon mal nichts gebracht. Vielleicht hat hier irgendwer einen Tipp und weiß, was Fiedelkopffarne sind. Ja. Danke, Chronik Live. Das freut mich, wenn du das schreibst. Das ist schön. Würziges Blatt. Das brauchen wir doch schon mal auf jeden Fall, um Tee zu machen. Und Fiedelkopffarn. Mal gucken, was es ist. Da vorne, würziges Blatt, das kann ich nicht. Rüben habe ich viele. Wir sammeln eh einfach alles ein. Jetzt machen wir eine reine Loot-Runde. Ach komm. Und auch nicht zuletzt, um zu checken, was Fiedelkopffarn ist. Weil ihr habt es von vielleicht schon mitbekommen, wenn man auch mal getroffen wird, dann ist es nicht mehr weit, bis man komplett das Zeitliche segnet. Guten Tag, Brigada. Dankeschön. Mir geht's ganz gut. Und selbst?
Kielkopf fahren. Mehr würzige Blätter. 4 Stück braucht man für einen guten Tee. Und nach wie vor bin ich noch am Rätseln, was Fiedelkopffarren ist. Ich habe die Befürchtung, dass es lebendig ist und ich es töten muss. Hallo Hilda. Ihr? Und ihr seid dieser Unterhaltung hatten wir bereits, nicht wahr? Dann steckt in der Schleife fest. Wie oft habt ihr schon zurückgespult? Ah, dann sagt es mir nicht. Ich vergesse ihn mehr. Vor 200 Jahren zerbrach die Welt in Zerstörung und stand zudem, weil die Lage stabil, bis wir den Turm öffneten und das Chaos herausließen. Das Chaos zerstört weiterhin die Welt, ganz egal, wie oft wir das Rad zurückspulen. Nun hat das Chaos das Rad beschädigt. Um die Welt wieder aufzubauen, müsst ihr zuerst bla bla bla. Brauanlage für Getränke. Da können wir nochmal... Guck mal, hier. Da kann ich wenigstens schon mal 2 Getränke machen. Das ist immer nett. Und Farren fehlt uns noch. So, das ist der Tee. Sehr gut. Und ich hatte gerade eben auch schon hier vorne ein... Wo ist es denn? Vorhin habe ich hier auf jeden Fall ein Getier gesehen. Da. Ist das ein Fliederkopffarm? Ich versuch's mal. Es ist wie es ist. Ui! Ja, auf einmal ganz wütend geworden. Nein, falsche Waffe. Ich Horst, ey. Wo ist er hin? Nein! Nein! Ernsthaft verloren da oben? So, und? Arcana Foliant. Juxauge. Okay, es ist ein Jux. Okay, das heißt, das war auf jeden Fall kein Fliederkopf. Das heißt, das beruhigt mich schon mal. Chaos wird stärker. Ja, Mist. Was sind denn Fliederköpfe? Was ist denn das? Hier? Alex, du fragst, was ist das letzte Game, was ich kompetitiv gespielt habe? Oh, Alter, ey. PUBG, glaube ich, wenn überhaupt. Und halt auch nur für mich halt so, ne? Aber ich glaube, es war tatsächlich PUBG. Das hier Fliederköpfe? Ja! Okay. Das große Problem ist einfach nur, ich habe zu viel anderen Quatsch. Dann lasse ich den mal fallen. Okay. Also doch, diese runden Dinger hier. Okay, das ist doch einfach. Dann mache ich das jetzt noch ein paar Mal und dann basteln wir uns gleich ein paar neue Tränke und Munition und dann können wir mal wieder richtig auf Tour gehen. Okay, ups, ich habe die falsche Waffe gezündet und mir damit deutlich wehgetan. Das wäre eigentlich auch sinnvoll, dass ich vielleicht, muss ich mir irgendeine Art von Waffe holen und Munition, dass ich nicht immer alles klopfen muss. Ist zu klein. Ah, okay. Ich frage mich gerade, ob diese Fliederkopfdinger nur nachts kommen, weil gerade eben konnte ich die auch nicht farmen, ne? Also, guck, die kann ich nicht farmen, sondern nur die, die leuchten. Das ist strange. Gab es hier noch welche, die leuchten? Ja. Das Ende rückt näher. Alles gut. Kein Stress. Na, okay, vielleicht doch Stress. Eklig Gegner. Ja, komm, dann hau ich jetzt ab. Na, den einen nehme ich noch mit und dann hau ich ab. Oh oh, die Welt geht unter. Und dann bauen wir uns aber erstmal hier. Bop, bop, snap, flop, zack, zack, zack. Und ich kann 3 Stück herstellen. Das ist immerhin etwas. So, das machen wir. Das. Oh nein, guck mal. Ein würziges Blatt. Es ist doch zum Kotzen. Okay. Okay, ich brauche würzige Blätter. Dringend.
Und was haben wir hier noch? Kann ich das hier bauen? 30 Schaden. Okay. Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich diese Pulver machen kann, weil das ist tatsächlich sehr wichtig. Aber lass mal wieder zurück. Herr mit der Wurzel. Guten Tag, Jo Mama. Jo Mama so pur. Kompetitiv Morton Manor. Sehr gut. Snap, Snop. Wie ist das Game so, Chat und Buddy? Hatte das Game ja gestern schon überlegt zu kaufen. Ich find's entspannt, ich find's gut. Mir macht's jetzt schon Spaß, aber das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich ein Spiel, das... Ja, spielst man schon irgendwie so für sich alleine, ne? Am ehesten vom reinen Gameplay vielleicht tatsächlich Cult of the Lamb? Das kommt gerade sehr nah, habe ich das Gefühl. Ja. Also vom Gameplay her ist es auf jeden Fall wiedererkennbar. So kann man es sagen. Okay, ich farm jetzt erstmal ordentlich hier Gedöns. Und dann kämpfe ich da oben. Da ist irgendein Zeichen mit einem großen... Da scheint irgendein Boss zu sein, war was. Da muss ich da wohl... Das ist eine große Katze, doch hundertprozentig. Seht ihr das da oben auf der Minimap? Sehr große. Guck mal, die würde ich jetzt gerne bezirzen. Süß. Aber das lassen wir mal. So, Scrap Metal. Ui, was geht denn hier ab? Bösewicht. Böse Bücher. Wir haben schon auch ein bisschen Power. Nein, Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Ich wollte den anderen. Da, den wollte ich. Nein. Mann, Buch. Ich finde ich voll süß. Hoppala. Uiuiui. Nein. Ach, jetzt lege ich mich aber mit allen an hier. Ich will doch einfach nur dieses blöde Buch hier weghauen. Komm. Au. Oh, guck mal, schon wieder. Ne? Habt ihr das gesehen? Ich wechsle immer automatisch auf diesen blöden Folianten hier. Das ist doch echt Quatsch. Und ich muss auf jeden Fall mal Zeug wegbringen, weil ich kann hier überhaupt nichts mehr aufheben. Naja, ein bisschen kann ich aufheben. Das machen wir schnell. Was schmeiß ich weg? Was ist wenig wert? Das kann ich Gegenstand ausrüsten. Das mache ich mal. Ach, guck mal hier. Schäbiger Maschinenstab. Den können wir mal ausprobieren. Den wechsle ich mal aus und... 71, Zauberpatrone 9. Die Waffen behalte ich jetzt erstmal nochmal vorsichtshalber. Ich glaube, hier Holz bringe ich nochmal weg oder was. Das ist was Besonderes. Eisen ist interessant. Ja. Guten Tag, Leute. Moin, Tollpatsch. Moment. Moin, Nikolas. Ah, ein neues Don't Starve. Ja, ey, daran erinnert es sehr. Auf jeden Fall. Wizard wurde gar. Ich glaube, Metallschrott brauche ich schon. Und einen Eisenbarren brauche ich auch. Ja, komm. Ich muss auf jeden Fall irgendwie dann doch
Ich muss mich von irgendwas. Irgendwas muss ich trennen. Ach Mann! Und dann kommt hier wieder so ein Heimwien hier an. Ach ja. Wovon trenne ich mich denn jetzt? Ich kann mich einfach von nichts trennen hier. Das ist alles so interessant. Eichenapfel. Brauche ich doch bestimmt auch wieder für irgendwas. Horn eines Geißkorns. Das brauche ich doch bestimmt auch. Hier, komm, diesen Gegenstand, den lege ich jetzt ab. Gegenstand fallen lassen. So, und jetzt sammle ich nämlich hier, da. Nein, den Taschenbogen. Zack. Hier, den Taschenbogen. Sag mal. Ah, okay, ich kann den gar nicht ablegen da oben, deswegen. Das ist so schäbig. Ach, ich spiele, wie es ist. Ich spiele. Ich gehe jetzt nämlich zurück und dann ist es einfach so. So, ab nach Hause. Ja, ey, Stein braucht man doch auch für irgendwas. Das ist alles so lächerlich. Alles ist voll. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Da ist The Portal. Moin, Real Raiden. Guten Abend. Es ist 18.30 Uhr. Ich glaube, ich muss mir einen Wecker stellen, weil sonst verpasse ich tatsächlich die Übergabe an die anderen Leute, die im Büro sind. Das mache ich auch mal ganz schnell, vorsichtshalber. So, und jetzt baue ich irgendwas. Fahren habe ich nicht. Das da wollte ich herstellen. Yeah. Und bezaubernde habe ich gemacht. Und wo kann ich nochmal was ablegen? Hier war irgendwas mit Arcana Bank oder was war das? 347. Ich benutze die. Alle einlagern. Claro. Ich weiß nicht genau, was man damit macht. Irgendwas Geiles kann man damit machen. Castoroli, nach der Übergabe gibt es Hot Wheels. Hot Wheels Unleashed. Und. Ich weiß, was ich vorhabe. Entschuldige, ich bin gerade abgelenkt. Und dann um 20:30 gibt es noch alles Mögliche, falls. Zack, 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 zack. So, dann habe ich das schon mal. Jetzt gucke ich nochmal ins Inventar. Die Steine. Wo kann ich denn. Forschungsmechaner. Das erforsche ich alles. Erforschungsbank des Feuers, Frost und der Vergiftung. Haha. Das erforsche ich. Furchtpatrone lässt Gegner vor Angst davonlaufen. Eine Patrone, die wegstößt, was sie trifft. Eine Kraftpatrone und eine schockende Patrone. Das ist doch die schockende Patrone, hätte ich gerne. Braucht man immer unterschiedliche Sachen, sich gerade. Das hebe ich mir da jetzt noch ein bisschen auf. Das war aber doch schon mal sehr gut. Ich hätte ganz gerne eine Truhe, eine ganz einfache Truhe. Kann ich sowas eigentlich bauen? Lager, da. Kleine Truhe. Yes, nice. Und dann, zack, und jetzt da. Staube ich doch mal. Gegenstand fallen lassen, Gegenstand transferieren, transferieren. Alles rüber. Da wäre es jetzt nice, auch so einen Button zu haben, der einfach alles transferieren kann. Das wäre schon sehr hilfreich. So. Guck mal, das ist doch nett. Jetzt habe ich wieder Platz. Das hätte ich viel früher machen sollen. So schlau war ich gerade nicht. Okay, brauchen dafür Tränke. Verwandelt Verbrauchsgegenstände in Getränke. Ach, guck mal. Nachladebank, das ist klar. Und Hochofen, das haben wir doch alles schon. Und irgendwas war hier noch. Rezepte ansehen. Da, das kann ich jetzt noch über Forschungsbank der
des Frostes und der Vergiftung. Dafür brauche ich Holz, Scrap Mechanics und anderes Zeug. Soll ich die gerade noch bauen eigentlich oder was? Weil das habe ich doch alles hier. So, das sind mal diese Folianten, das und Steine oder Scrap Mechanics. Ach, das mache ich gleich. Ich gehe nämlich jetzt nochmal los. Eine Runde schaffen wir noch locker, glaube ich, einmal wieder rauszugehen. Zeit zurückspielen. Moin, Multi Don't Care. Moin, Dark Player, Dankeschön. Sinailo fragt, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn du Leute triffst, die RBTV-Merch tragen? Also wenn der Typ so mal beispielsweise ein Ich hasse mein Leben, Woody Allen hat, ist das irgendwie surreal. Ja, es ist super surreal, Mann. Aber ich freue mich dann halt, ne? Also ich finde das irgendwie, ich bedanke mich dann halt auch meistens. Also nicke halt. Aber natürlich ist das vollkommen absurd, Mann. So, ich loote mal hier immer ein bisschen. Ist auf jeden Fall noch ein sehr convenient Game, aber ich habe ihn ja auch noch ganz am Anfang. Ne? Also im Trailer oder auch im Gameplay-Trailer sieht man schon auch sehr krasse Kombinationsmöglichkeiten. Und da, ich glaube doch, da hätte ich auch Lust zu hinzukommen, dass du wirklich gerade in Kombination mit den verschiedenen Rezepten dann auch vielleicht so ein bisschen Kombis basteln kannst, ne? Also gerade so mit Feuer und Schock und keine Ahnung was. Da stelle ich mich schon ganz geil vor, muss ich sagen. Also das würde ich auch gerne noch erleben, sag ich mal. Das Spiel kostet, ich meine, 25 Euro. 24,99. Also auch jetzt kein ultra günstiger Titel. Aber natürlich auch kein Vollpreistitel. Ne? Logisch. Ich farm hier gerade nochmal so ein paar Blätter. Ihr seht es gerade, also danke, dass du einen Pulli anhast. Ja, Mann, Stefan. So, kann ich das jetzt hier zerlegen? Das, vorhin ging das irgendwie und jetzt geht es halt nicht mehr. Das Chaos hebt sich, glaube ich, kann es gar nicht zerlegen. Eine Rübe. So, ich gehe in Richtung Point of Interest. Das ist ein kleiner Roboter. Karte anzeigen. Ist irgendein interessantes Ding aufgekommen. So, da ist wieder so eine große Megakatze. Die lasse ich noch in Ruhe. Ich glaube, die will ich noch nicht wegfarmen. So, moin Schwifty. Moin Darko. Guten Abend, Leute. Ein Freund fragt, gibt es einen Game Pass? Glaube ich nicht. Also das Spiel ist wirklich sehr frisch. Noch ist es auf jeden Fall nicht im Game Pass. Aber das könnte sein, dass es eines Tages im Game Pass landet. Devolver Digital, ich habe es über Steam mir gelöhnt. Die Waffe ist gar nicht so gut. Da oben, vielleicht gegen den Kollegen. Da holen wir uns auf jeden Fall ein Zahnrad. Das ist der Plan. Und den hier werden wir erstmal mit der Power der Liebe zu unserem Gefährt machen. Moin, na? Und streicheln. So, Kollege, wir beide gehen da vorne jetzt rein und machen mal ein bisschen Remi-Demi. Ab die Post. Wechsel auf Maus und Tastatur. Das ist vielleicht einfacher. Alter. Der ist aber deutlich stärker als die anderen beiden. Autsch. 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 Ich
zweite Waffe. Ich glaube, die sollten wir nehmen. Die scheint besser zu sein. Ja, jetzt ein bisschen mehr. Ah, tatsächlich, es ist die Munition. Ne? Seht ihr, die macht so eine Kurve. So, nicht verlässlich scheint die nicht zu sein. Noch nicht. Oh, diese Grabsteine. Mal leicht in Brand stecken. Das ist vollkommen in Ordnung. Kann man machen. Das war knapp. Sehr sogar. Ich brauche tatsächlich bessere Waffen, merke ich gerade. Sag mal. Na, mit dem... Ihr seht es gerade, ich hadere gerade noch so ein bisschen mit der Mechanik, mit der Spielmechanik. Stelle ich mich aber auch echt ein bisschen an hier. So, wo ist denn der? Autsch. Geh doch mal kaputt jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Na komm. Hallo. Flop. Zahnrad ist dabei. Sehr gut. Geschafft. Das war unangenehm kompliziert, sag ich mal. Also wirklich jetzt. Meine Güte. Oh, es geht los. Wir sollten hier abhauen. Denn. Das Chaos breitet sich aus. Das tun wir. Also, einmal wieder zurück zur Base. Und da seht ihr es, habt ihr es gerade ganz genau gesehen, wenn die Zeit vergeht, dann wird ein bisschen Reise nach Jerusalem-Style mäßig, auch inzwischen gängiges Mittel in diesen Spielen, das Spielfeld verkleinert sich. Automatisch. Könnte man natürlich jetzt ausreizen, ich bin mir sehr sicher, dass ich sehr vorsichtig vorangehe in diesem Spiel, also wirklich immer nur ein Zahnrad und dann wieder zurück, das ist schon ein bisschen... mega lame, aber nicht so schlimm. Yes. Der Nightbot, wenn ihr in den Chat gucken mögt, da seht ihr es halt auch gerade, erklärt es euch auch nochmal. Jetzt gerade bin ich am Zuge, aber später noch gibt es Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Mit Janina, Walle, Florentin und Vitus und danach um 20:30 alles mögliche, falls. Da könnt ihr dann so gucken. Ha? So, was wollte ich machen? Ich habe wieder vollkommen vergessen, die Brauanlage. Ich wollte erstmal ein paar Getränke machen. Einen kann ich machen. So, dann wollte ich, was ist hier? Kann ich nichts machen? Wir gucken ins Inventar. Fehlen einige Sachen. Irgendwo brauchte ich Metallstrukturen. Ich weiß nicht mehr wofür. Was hier? No. Sorry, hab schon wieder vergessen. Aber nicht so schlimm. Snap. Machen wir erstmal so weiter. Und das nehmen wir weg, damit der Kollege hier weiterarbeiten kann. Dann
transferieren, Zack, zack. Das ist wirklich, ich habe wirklich relativ viel Kram hier. Das ist nett, eigentlich. Ich glaube, einen Gang können wir noch machen. Und Patronen hätte ich aber ganz gerne. Das mache ich jetzt einfach mal. Also, das hier. Ah, guck mal, hierfür brauche ich brennende Patronen. Dafür brauche ich Holz und Eisen. Das machen wir. Dafür war das auch gut. Zack, zack. Habe ich noch mehr Holz? So nicht. Ah, guck mal. Geil. Kann ich jetzt alle bauen. 30 Schaden, Hitzeschaden, Kälteschaden, 50 Kälteschaden, das ist ja echt. Okay, guck mal, das finde ich ganz nett. Jetzt verstehe ich das auch gerade. Erst Bewegungsstil, Zauber wird schneller. Und da seht ihr hier, da konnte man gerade Arcana sehen. Man kann hier die Wasser. Damit kann man, mit Arcanas kann man halt sozusagen zielsuchend primitiv. Seht ihr das? Also, da kann man sowas einstellen. Dafür kann man Arcana ausbilden. Interessant. Ja. Okay, das ist aber ganz interessant. Also, jetzt verstehe ich jetzt die Mechanik und auch die Einheit Arcana. Und das machen wir jetzt auch einfach mal, damit wir das mal zeigen können. Dragonlear schreibt, irgendwie bekomme ich schon Bock auf das Game, ist richtig cozy. Ja, ist es. Ist es. So, ich entnehme alle. Und gebe sie direkt wieder aus. Jolly Roger schreibt, ich wollte eine Verbesserungsstation bauen. Danke sehr für die Erinnerung. Ich wollte so vieles. Schneller herstellen. Geladenes Pulver durch das neue ersetzen. Ja. 20% Geschwindigkeit und Zauberkraft Pump 5. Und Pulver für Zielsuchende. Herstellen. Nein. Das machen wir aber hier hin. Herstellen. So, interessant. Also, ich werde gleich mit dem schäbigen Maschinenstab in den Kampf ziehen. Und hier tauschen wir aber auch nochmal die Patronen aus. Gift fand ich interessant. Machen wir einfach wieder voll. Und Brennt machen wir auch voll. Einzelne Schusswaffen können wir eigentlich nur mal so aufforsten. Okay, interessant. So geht das also. Und jetzt bauen wir uns eine Forschungsstation. Da ist es. Och, Mann. Wie fehlen diese Teile? Ich glaube, die brauche ich mal hier hin. Tja. Sehr gut. Und kann ich mir Post auch noch bauen? Waren und habe ich was? Ich hatte doch noch was. Des Lebens! Ich glaube, die habe ich auch noch nicht, ne? Nee. Die Forschungsstation, wir kommen mal alle hier schön hin. Mhm. So, oh, guck mal, hier, da. Eine Patrone, die den Gegner verzaubert. Da brauche ich, was möchte da? Ein Schätzauge. Ich brauche euer Auge. Das Chats-Auge. Eine heilende Patrone. Beruhigende Patrone. Das ist ja ganz nice. Ein Komposter. Der Komposter stellt aus verwesenden Pflanzen und Früchten Vitae her. Vitae. Das Grundelement des Lebens. Und belebt einen gefallenen Tinker mit einer kleinen Menge Gesundheit wieder. Oh, auch nice. Also, gerade wenn man in Anbetracht haben, dass man dieses Spiel ja auch im Koop spielen kann, scheint das auf jeden Fall ganz gut zu sein. Und ich sehe gerade, der Akku ist alle. Von meiner Lampe da oben. Nicht so schlimm. Also, das ist schon mal ganz nett. Man hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sehr viel Geld auszugeben. Kältespur, Verdampfer. Nice.
Was ist das? Fügt eine Giftspur zu meiner Patrone, die Giftdosen zu allem hinzufügen, was trifft. Und Kessel stellt starke und nützliche Tränke her, indem ihr verschiedene Zutaten mischt. Okay. Gerade. Chats Augen? Meine Augen? Dragonlier, danke schön. Ja, ich weiß, dass ich noch 10 Minuten habe. Finde ich aber nett von dir, auf jeden Fall. So, ich zerlege diese Teile hier gerade mal schön mit der Maus, weil es ist wirklich pain in the ass, das mit dem Gamepad zu machen. Naja, so, die lagere ich jetzt auch erstmal ein und dann können wir auch so langsam mal zum Fazit kommen und ich kann euch auch noch mal ein paar Sachen zeigen, irgendwie finden. Wenn ich schon mal wieder auf dem Sender bin, finde ich das ja ganz nett, dann kann ich ja vielleicht noch mal ein paar Sachen erzählen und mich vielleicht sogar mit euch unterhalten. In ein paar Minuten geht es ja weiter, aber das soll es jetzt tatsächlich erstmal gewesen sein von diesem fantastischen Spiel, Wizard with a Gun. Schreibt es gerne in den Chat, jetzt gerade, wenn wir live sind, oder halt auch tatsächlich, wenn ihr denn Interesse daran habt, unten in die YouTube-Kommentare, ob ihr solche Cozy Games gerne sehen wollt oder nicht, ob es vielleicht einfach eine Multiplayer-Session davon geben sollte oder nicht, oder ob ihr vielleicht auch vergleichbare andere Spiele in diesem ähnlichen Sektor sehen wollt. Ich persönlich bin ein riesengroßer Fan dieser, hat mir Simon erklärt, Don Marco-Genres. Ich nenne den mal Survival-Shooter oder Autoshooter, à la Vampire Survivor, à la Brotato. Das sind gerade so meine Go-To-Games. Ganz frisch, und da freue ich mich auch schon drauf, wenn es dann irgendwann rauskommen sollte, Deep Rock Galactic Survival. Das macht mir wirklich verdammt viel Spaß. Das ist super. Also, wenn ihr Lust habt, gerne feedbacken, das wäre toll. So, ich speichere und verlasse das Spiel, gucke noch ein bisschen in den Chat rein, mache vielleicht noch ein bisschen gemütliche Musik an. Oh, vielleicht, wenn das geht. Könnt ihr was hören an Musik? Vielleicht einmal kurz bestätigen. Gucken wir mal. Ich habe jetzt einfach mal Jazzy Vibes, Lo-Fi angemacht. Brontato fühle ich sehr, schreibt Pomperling. Ja, so ist das. Gulasch-Rakete. Geiler Nickname. Ich befürworte alle Formen von Gulasch, insbesondere wenn sie in Raketenform kommen. Bisschen laut die Musik, dann mache ich sie leiser. So. Alles klar. So, jetzt ist leise. Hoffentlich. Brotato Collab mit Hand of Blood, when? Der ist, das macht, glaube ich, keinen Spaß mehr. Der ist viel zu weit weg. Bullet Hell sagen manche dazu. Da, ja, bester Mann forever. Genau, also ich kenne Bullet Hell noch in einem anderen Genre, sag ich mal, aber das passt. Ihr Lieben, ich würde euch ganz gerne ein Video wirklich zu Herzen legen. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Arbeitstitel Frame One heißt es. Und guckt euch das gerne an. Ein Herzblutprojekt von meinem Bruder und mir. Und es ist tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Das wäre toll, wenn ihr auch Lust habt, sowas zu sehen. Dieses Video findet ihr auf dem YouTube-Kanal Lost in Fiction. Und hier mache ich die Musik mal aus und rede einfach nur drüber. Das ist eine nicht kommerzielle, gemeinnützige Aktion gewesen auf der Fotomesse Fotopia. Und das war der Shit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da nochmal reingucken. War einfach wirklich eine sehr, sehr nette Geschichte. Die Kernidee, wir haben eine krasse Ausstellungsfläche bekommen. Drei Container voll, die seht ihr jetzt auch gleich. Und diese Dinger waren das. Und die Idee war, am Anfang sind sie leer und wir hoffen einfach, dass Leute mitmachen. Fotografinnen, Fotografen, jeweils ein einziges selbstgeschossenes Foto einzureichen. Wir haben die dann ausgedruckt und die Leute, die vor Ort waren, durften sie sozusagen selbst kuratieren. Ey, das war eine richtig schöne Nummer. Das können wir euch empfehlen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das sind so Sachen, die einfach wirklich mega geil Spaß gemacht haben. Wirklich, wirklich schön waren. Und dazu gibt es auch so 3 Tage Livestreams. Das könnt ihr euch auch angucken. Uke war da, Ingo Mess war da, die Stimme von Game One und Game Two. Gunnar war da. Ach, das war richtig geil. Einfach wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Ja. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja. Wir waren letztes Jahr schon auf der Fotopia und das Video ist total untergegangen. Haben sehr, sehr wenige Leute gesehen. Vielleicht wegen dem Thumbnail. Warte mal kurz. Und vielleicht auch wegen diesem Thumbnail. Da geht es tatsächlich um das Thema Depressionen. Und das Thema war neulich beim Almost Daily Thema. Eine persönliche Geschichte auch. Und
in diesem Almost Daily, also es ist ein, wir haben es einmal Almost Depri genannt, als liebevoller Hint an uns selbst. Hier haben wir Florence sitzen und Anne Wernicke. Florence ist echte Therapeutin. Ich habe sie auch in dem Kontext kennengelernt. Also wenn man über das Thema mentale Gesundheit reden möchte, dort gibt es dieses wirklich intensive und gute Gespräch im Zuge einer Schlapperausstellung. Aber das ist einfach, haben wirklich, wirklich wenig Leute gesehen, aber vielleicht interessiert es euch ja auch. Also in dieser Zusammenstellung war das wirklich ein sehr intensives Gespräch und ein sehr gutes Gespräch. Das wollte ich auch nochmal ganz gerne loswerden. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich sonst loswerden will. Spiele. Vielleicht Deep Rock Galactic nochmal spielen. Xeno Zen schreibt, richtig guter Talk. Schön, danke sehr. Gerade was Florence sagt, also hier die Kollegin, die so lustig guckt jetzt gerade. Das ist toll. Ja. Wichtig und toll. Genau. Danke, Dranglier, dass du den Link nochmal reinballerst. Xeno Zen, wann Polit-Talk? I don't know, weiß ich nicht. Das kann ich euch gerne auch nochmal zeigen, vielleicht. Das Foto. Hier musst du gerade gucken, ob ich das hinkriege hier. Ein, zwei Minuten habe ich noch. Ich werde pünktlich aufhören, denn gleich gibt es ja Folgeprogramm. Gestern war ich tatsächlich bei der Bertelsmann Stiftung. Ich war noch nie bei der Bertelsmann Stiftung. Ich wollte sie gerne kennenlernen. Gestern gab es tatsächlich ein Roundtable. Ein Roundtable, man wird halt eingeladen, manchmal. Und dann sind da so 30 bis 40 Leute. Und ich zeige euch das einfach mal hier an dieser Stelle auf Linked. Ich habe mir das sehr gerne angeguckt. Das war ein Roundtable mit Expertinnen und Experten zu dem Oberthema Gaming for Democracy. Also wirklich so der Startschuss und die Überlegung von verschiedenen Leuten, ey, wir wollen Gaming verstehen, Demokratie ist vielleicht eine ganz coole Sache, machen nicht mehr so viele, kann man das irgendwie verbinden? Was kann das Medium vielleicht, was andere Medien oder Medienformen nicht so gut können? Und da wurde ich hinzu eingeladen und habe sehr viele Leute von Stiftungen kennengelernt. Und die wirklich keine Ahnung von Videospielen haben. Und dann aber vielleicht doch, weil erstmal dieser Vorbehalt halt da ist. Ne? Von wegen, ja, das ist nur was für junge Leute. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Aber, und jetzt kommt ein dickes Aber, ich will auch nicht mehr, ich kann nachvollziehen, dass Leute, wie mit jeder anderen Popkultur, so geht es mir mit Hochkultur auch. Also das ist für mich alles so, boah, nee, ey, kein Bock auf Hochkultur. Die sind da alle so schnöselig. Man ist sehr schnell mit seinen Urteilen. Und gestern in Berlin gab es da diesen Workshop und der war lehrreich, der war interessant. Und mindestens hat man sich auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene austauschen können, um dann eventuell weiterzumachen. Polit-Talk wird es jetzt nicht sein. Nee, nee. Ich bin noch am Arbeiten. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Nee, noch zwei Minuten. Ich bin gleich da, Große. Papa. Ja. Jetzt gefroren. Nee, in zwei Minuten ist das Essen noch warm, oder? Mega lecker. Freue ich mich drauf. Ich bin gleich da. Mega kalt. Nein, das ist nicht mega kalt, das Essen. Zwei Minuten. Bis gleich, Süße. Ich komme gleich. Ja. Ja. Mega gut. Ich kriege Essen. Ja, ich krieg ja, das Essen ist gleich kalt, hat sie gesagt. Also Gaming for Democracy, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich daraus mache, weil das ist kein neues Thema, wirklich nicht. Und ich kenne auch viele Personen und Persönlichkeiten, die dieses Thema für sich schon seit Jahrzehnten bearbeiten. Und die waren gestern nicht da. Aber das sind Themen, die mich umtreiben. Ja. Genau. Und tatsächlich fuchse ich mich dann lieber in sowas rein und in so abgefahrene Bücher wie zum Beispiel, kann ich empfehlen, Alexander Kluge, Kriegsfibel, es ist Alexander Kluge, auch ein bisschen komisch geschrieben. Und das hier ist ultra verkopft. Zeige ich euch mal ganz kurz. Daniel Martin Feige, eine Ästhetik über Computerspiele. Das hier ist wirklich eines dieser Bücher, die man, glaube ich, nur lesen kann, wenn man längere Philosophietexte gelesen hat. Da rastet man aus. Aber es ist sehr interessant. Sowas mag ich halt. Das ist mein Gaming. Ne? Nicht immer nur dieses. Ne? Ich habe das Gefühl, irgendein Kind hat sich hier versteckt und will mich gleich irgendwie reinlegen.
Vielleicht ist es also auch Zeit, pünktlich Schluss zu machen. Es ist nämlich genau jetzt 19 Uhr geworden und ich freue mich, euch eventuell, wenn ihr den Bock habt, einzuladen, einfach dran zu bleiben. Denn jetzt gleich gibt es mit Valentin, Janina, Vitus und Florentin eine Runde Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Und zwar jetzt. Oder was? Tschüss, liebe Leute. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Feedback wäre erwünscht. Macht's gut. Tschüss.